Welches Shopsystem solltest du für deinen neuen Online-Shop 2022 verwenden? Wir schauen uns 7 Shopsysteme in kurzen Überblick an mit ein paar kurzen Stichpunkten und am Ende gebe ich dir meine Empfehlung. Also, welche Shopsysteme gibt es überhaupt? Gambio, JTL, Plenty Markets, Shopify, WooCommerce, Magento und Shopware. Das sind 7 Shopsysteme, die mehr oder weniger gut sind, die mehr oder weniger in Frage kommen für deinen Online-Shop. Also, nehmen wir mal Gambio. Würde ich persönlich nicht nehmen. Mein erster Shop damals war auf Gambio, aber die Community ist zu klein. Es gibt zu wenig Extensions dafür. Würde ich persönlich nicht empfehlen. Ich würde es nicht nehmen. WooCommerce. Ich war auf WooCommerce ein paar Jahre. Es gibt sogar ein Video, warum ich von Shopware auf WooCommerce gewechselt bin, welche Vorteile, Nachteile WooCommerce hat, kannst du dir anschauen. Das Problem an WooCommerce, es gibt 2 Probleme mit WooCommerce. Wenn du eine Warenwirtschaft brauchst, gibt es immer Theater mit WooCommerce. Es wird nie wirklich sehr, sehr gut funktionieren, nie reibungslos funktionieren. Und das Zweite ist, WooCommerce ist halt kein eigentliches Shop-System. Es ist eine Extension für WordPress. Und du betreibst dieses Shop-System nicht ohne mindestens 30 bis 50 Plugins im Endeffekt. Jeden Tag gibt es irgendein anderes Update, jeden Tag gibt es irgendein anderes Problem mit deinem Shop. Ich war es irgendwann leid, bin dann auf JTL gewechselt. Deswegen würde ich WooCommerce nicht empfehlen, wenn du eine Warenwirtschaft brauchst, wenn du nichts brauchst, wenn du nur ein paar Produkte hast und nur den Shop alleine betreiben kannst und wenig Geld hast, dann kannst du WooCommerce verwenden, weil da gibt es natürlich sehr günstige Templates und sehr viele sehr günstige Extensions. Dann kannst du WooCommerce verwenden. Ich persönlich würde es heute, auch wenn sehr, sehr viele riesige Online-Shops auf WooCommerce laufen, nicht mehr empfehlen. Ich würde es nicht mehr machen, eben aus den genannten Gründen. Dann gibt es Plenty Markets. Plenty Markets ist ein sehr mächtiges System, ist auch ein nicht allzu günstiges System. Du hast aber alles in einem Guss. Kann man machen, wenn man Programmierkenntnisse hat oder Geld für eine Agentur, dann kann man durchaus mit Plenty Markets arbeiten. Magento. Magento würde ich dir ähnlich wie Plenty nur empfehlen, wenn du eine Agentur hast, wenn du viel Geld hast, dass du in diese Agentur investieren kannst, die dir deinen Shop updaten, aufsetzen und so weiter. Ansonsten unter anderen Voraussetzungen würde ich keinen Magento-Shop eröffnen. Dann bleiben im Prinzip JTL, Shopware und Shopify. Das sind so die 3 Haupt-Shop-Systeme, die ich für den deutschsprachigen Markt empfehlen würde. Ich habe Shopify-Shops gebaut, Dropshipping-Shops damals. Ich habe einen Shopware-Shop gehabt, meinen Shop, der war auf Shopware. Und jetzt bin ich bei JTL, also ich kenne alle 3 Systeme aus eigener Handhabung. Shopify würde ich dir empfehlen, wenn du wenig Kapital hast, aber einen soliden Shop aufbauen möchtest, aber keine Warenwirtschaft brauchst. Wenn du eine Warenwirtschaft brauchst, würde ich dir nicht zu Shopify raten, weil es gibt zwar Konnektoren, wie von der JTL Wavi beispielsweise, aber da kommst du immer an irgendwelche Hürden, immer an irgendwelche Grenzen, wo hinterher wieder irgendwas nicht übertragen wird, irgendwas nicht funktioniert, würde ich nicht empfehlen. Wenn du einfach nur ein paar Produkte hast oder auch viele Produkte, keine Stücklistenartikel und alles aus Shopify handeln kannst, dann ist Shopify eine coole Sache, weil es sehr, sehr günstig ist. Auch die Apps sind günstig, die Themes sind günstig. Was mich an Shopify ein bisschen stört, ist der prozentuale Anteil, den ich abgeben muss. Mag ich persönlich nicht wirklich gerne, aber Shopify hat Shopify Payments mit drin, es ist gut zu administrieren, es ist einfach aufzusetzen. Also wenn du jetzt nicht, sagen wir mal, 5000 Euro plus hast, um in einen Shop zu investieren, dann ist Shopify auf jeden Fall eine gute Variante. Also wenn du keine Stücklistenartikel brauchst und keine Warenwirtschaft, kannst du zu Shopify gehen. Wenn du eine Warenwirtschaft brauchst, dann kommt entweder JTL in Frage oder Shopware. Du kannst auch die JTL Wavi mit Shopware kombinieren über einen Connector. Wie gesagt, würde ich nicht machen. Ich habe das gemacht. Auch mit Shopware gibt es immer wieder Felder, die dann doch nicht übertragen werden, Attribute, die nicht übertragen werden und sonst was. Würde ich nicht machen. Wenn du nur Shopware mit Pickware beispielsweise verwendest als Warenwirtschaft, dann kannst du das machen. Shopware ist ein solides, gutes System. Ist nicht ganz günstig. Das ist JTL aber auch nicht. Die tun sich da nicht ganz so viel. JTL ist ein bisschen günstiger im Endeffekt. Aber ansonsten ist Shopware auch ein gutes System.
auch ein mächtiges System, mit dem du viel machen kannst, ein solides, deutsches, gutes Shop-System. Darauf kannst du gehen, auf jeden Fall. Bei JTL ist es so, da hast du die JTL Wavi, die kostenlos ist, ist auch ein mittlerweile jetzt, früher war das ein bisschen anders, da war Shopware wesentlich weiter vorne in meinen Augen als JTL, aber JTL mit dem JTL 5 Shop jetzt hat einen super Shop, funktioniert reibungslos mit der JTL Wavi. Ein Grund oder der Grund, warum ich auf JTL gegangen bin, weil ich seit 10 Jahren mit der JTL Wavi arbeite. Ich war bei Shopware, ganz am Anfang war ich bei Gambio, dann mit der Wavi war ich bei Shopware, dann bei WooCommerce. Beides hat nicht so wirklich gut funktioniert in meinen Augen. Jetzt bin ich zu JTL gegangen vor über einem Jahr. Und das funktioniert mit der Warenwirtschaft wirklich sehr gut. Du kannst bei eBay und Amazon mit Easy Auction verkaufen aus der Wavi raus. Das funktioniert technisch tatsächlich sehr, sehr gut. Der JTL 5 Shop ist auch auf einem guten Niveau. Da würde ich jetzt im Vergleich zu Shopware gar nicht viel Vor- oder Nachteile sehen. Was ein bisschen ein Nachteil ist, das ist bei Shopware besser gelöst. Bei Shopware kannst du Subshops erstellen für eine Internationalisierung, beispielsweise für .com, .fr, .co UK. Das geht bei JTL nicht. Da musst du einzelne Shops erstellen. Kann man jetzt sagen, ja, dann ist es alles gut getrennt, kostet aber natürlich wieder extra. Deswegen, das ist ein Pluspunkt für Shopware, wenn du jetzt internationalisieren willst. Ich habe auch internationalisiert und habe halt einzelne Shops erstellt. Du kannst für die JTL Wavi, kostet, ich glaube, ich zahle 30 Euro im Monat für ein Multishop-Modul und dann kannst du alle Shops aus der Wavi ganz easy administrieren. So, aber du brauchst halt in der Praxis alles viermal. Viermal Theme, viermal jedes Plugin und so weiter. Also viermal, wenn du 4 Shops hast. Du kannst zwar mit den Herstellern sprechen, kriegst dann auch bessere Konditionen, aber grundsätzlich brauchst du das halt. Das ist bei Shopware grundsätzlich ein bisschen besser gelöst mit den Subshops. Das sind meine Empfehlungen 2022 für die Shop-Systeme. Du brauchst bei JTL, bei Shopware, brauchst du eigentlich eine Agentur oder jemanden, der dir das mal aufsetzt. Du kannst das selber machen, wenn du viel Ahnung davon hast, aber wenn du es richtig, also du kannst, versteh mich nicht falsch, du kannst mit beiden Shops genauso wie bei Shopify starten, auch ohne relativ viel Ahnung. Aber wenn du es professionell betreiben möchtest, dann brauchst du bei Shopware oder bei JTL früher oder später eine Agentur, die dir hier was reinprogrammiert, da das Conversion Design umsetzt und so weiter. Das brauchst du unter Umständen bei Shopify auch, je nachdem, was du machen möchtest. Aber du wirst bei Shopify mit Sicherheit günstigere Developer finden als bei JTL oder bei Shopware. Einfach weil es verbreiteter ist. Shopify ist ein internationales Shop-System. Da finde ich dir, wir bei Jobmofy beispielsweise, wir vermitteln andauernd Programmierer für Shopify. Weil die gibt es halt wie Sand am Meer und die gibt es bei JTL oder Shopware eben nicht. Das waren die Empfehlungen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Jetzt ist sogar die Lampe ausgegangen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Shop-System du aktuell benutzt. Wenn du schon eines benutzt, schreib mir gerne, ob das Video dir weitergeholfen hat. Ich würde mich freuen, wenn es dir weitergeholfen hat. Abonniere gerne den Kanal für mehr solcher Videos und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Dein Ben. Ciao.